Also wie gesagt, bei dem Projekt ist es so, die Menschen, die zahlen dafür und dann wird für die angebaut, aber alle 14 Tage können die, wenn sie wollen, teilnehmen, damit sie mehr Bezug dazu kriegen. Beim Hubert-Jakschitz-Fonds, da wird generell nur mitgearbeitet. Und was ich vorher, glaube ich, nicht gesagt habe, die Menschen, die so einen Durchgang machen, die sind nachher nicht mehr die gleichen. Also die werden sich nie mehr verhalten wie zuvor, die gehen nicht mehr wahllos irgendwas einkaufen. Und was jetzt beim Kartoffelkombinat das Wichtige war, oder was mir wichtig ist, dass man das berücksichtigt, die haben keine Ausbildung als Gärtner oder als Landwirt und es funktioniert trotzdem. Genau, also was ich euch jetzt noch zeigen will, Leute, die beim Hubert Jaksch waren, die haben dann zum Beispiel solche Gärten aufgebaut. Die Leute nehmen ein Jahr teil und dann haben die das Wissen, was sie brauchen, um das alles eigenständig zu machen, allein oder in Gruppen. Und das wird ganz vielfach gemacht. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele. Das ist zum Beispiel jetzt jemand, das ist die Hanfspezialistin, die Veronika Ramsauer, die wohnt bei Grabenstedt. Und die hat einen großen Garten und hat Familien mit eingeladen, gemeinsam zu gärtnern. Und das ist auch eine Teilnehmerin von Hubert Jaksch, die hat auch sehr großes Land in der Nähe von Rosenheim und da gärtnern die auch gemeinsam. So sieht man wieder, wie bei Todmorgen und wie bei Andernach und so weiter, wie sich das alles ausbreitet. Also das ist jetzt ein Landwirt, der war 2 Jahre beim Hubert Jaksch dabei. Und ein Nebenerwerbslandwirt und den hat es auch fasziniert und der macht es jetzt, das 5. Jahr ist es dieses Jahr, dass er das mit einer kleinen Gruppe, mit Familien selber anbaut. Das sind auch Terra Preta Hügel, da haben wir auch begonnen mit dem Pferd zu pflügen. Und so ja, geht es immer weiter. Also wir schließen die Lücken von Ort zu Ort. Das ist ein interkultureller Garten bei Burghausen, ein anderer Ansatzpunkt. Und das ist hier zum Beispiel von Österreich. Das ist ein junges Bauernpärchen. Die sind in der Nähe von Sablet. Die waren auch auf einer Führung dabei beim Hubert Jaksch. Und da hat sie auch sofort getappt und die haben das auch selber gemacht. Wollten das auch selber machen. Die möchten nur weitergehen. Bei denen ist die Besonderheit, die möchten gern, dass die Leute, die mit denen anbauen, den ganzen Hof gemeinsam bewirtschaften. Also alle Arbeiten, die da anfallen. Und das ist was, das ich ganz toll finde. So ist so ein Bauernhof eine Lebensgrundlage für eine Gruppe von Menschen, die wirklich alles abdecken können. Denn in so einem Bauernhof, da kann man ja gut handwerken. Das sind die Räumlichkeiten und so da, die man normalerweise nicht so hat. Und das finde ich auch, dass das Zukunft hat, dass man sowas forciert. Und da zeige ich euch jetzt nur, ich habe keinen Film oder sowas, aber zeige ich euch da als Beispiel, da finden sich Menschen, da ist Land da, und dann wird geplant und angebaut und dann entstehen Paradiese, die man dann auch ernten kann. Das finde ich also ein ganz, ganz tolles Beispiel auch. Und dann darf ich jetzt euch ein Projekt zeigen, das wo ich jetzt selber letztes Jahr gemacht habe. Also wir sind ganz, ganz viele, wir suchen immer Land, aber die Schwierigkeit ist immer Land zu kriegen. Ja, weil die Bauern sind ja in Subventionen drin, in Fördergelderprogrammen drin und sowas und können nicht so leicht ist nicht so einfach, da rauszukommen. Und darum können wir nicht so einfach Land immer kriegen einfach. Und da haben wir jetzt, das ist am Chiemsee bei Grassau, haben wir ganz plötzlich ein Land gekriegt. Das war genau vor einem Jahr im Februar, haben wir das erfahren. Also wir konnten gar nichts vorher planen und haben uns auch wieder zusammengestellt, haben uns inspiriert und dann haben wir losgelegt. Also wir haben im März losgelegt, Anfang März losgelegt und haben Gelände von 4500 Quadratmeter haben wir aufgebaut. Also wir haben Hügelbeete aufgebaut, weil wir haben keine Maschinen. Wir können also nicht wie ein Landwirt arbeiten, wir müssen andere Wege suchen. Und wir haben dann Hügelbeete aufgebaut auf die Wiese, dann ist es egal, was drunter ist. Und da mussten wir innerhalb von einem Monat mussten wir Material sammeln, Holz sammeln, Pferdemist besorgen und so weiter. Und ein Monat hat es gedauert, dann haben wir eine riesige Menge Hügel aufgebaut gehabt. Und ab April haben wir mit Pflanzen angefangen. Und da zeige ich euch das Ergebnis. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis davon, was wir gemacht haben.